Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich kann dir keine maßgeschneiderte Nasiha geben, denn ich weiß nicht, wie du lebst, in welchen Zuständen du dich befindest, wie es überhaupt zu diesem Verhältnis gekommen ist, denn meistens geschieht das nicht aus heiterem Himmel. Meistens gibt es ja gewisse Vorspiele, die dazu geführt haben. Denn Gefühle, sei es nun Liebe oder Hass, entstehen nicht einfach so aus heiterem Himmel. Du kannst nicht einfach gewisse Schalter in deinem Herzen umlegen, die dich darauf stimmen sollen, jemanden zu lieben oder zu hassen. Das hat Ursachen. Das hat Ursachen, wie zum Beispiel innige Gespräche oder gewisser Austausch, sei es auch ein materieller Austausch in Form von Schenkungen. Dass man eine gewisse Nähe zu jemandem hat. Also das heißt, diese Sachen kommen nicht einfach so. Und die andere Sache ist, wenn es einmal geschehen ist, dann muss man halt eben auch schauen, wie man das behandelt. Aber das kann ich dir auch jetzt nicht so maßgeschneidert. Ich kann dir da nichts Großartiges empfehlen, solange ich nicht weiß, wie du lebst. Denn aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass viele Menschen, besonders die Frauen, auf Unsinniges kommen und sei es nun Unsinniges im Sinne der Shahawat oder Unsinniges im Sinne der Shubuhat, aus einem Grund, und zwar aufgrund Unmengen von Muße, freier Zeit, nicht beschäftigt sein, das nicht beschäftigt sein. Ja, dass man über den ganzen Tag hinweg nichts tut oder nichts zu tun hat und sich nicht auf irgendeine profitable Art und Weise beschäftigt. Das ist eine der Hauptursachen für Shahawat, Shubuhat und Wasawis. Deswegen sagte schon ein Dichter: Inna shababa wal farara wal jida mafsadatun lishababi ayu mafsada. Inna Shabab, das Jugendalter, Al-Farag, die Freizeit, Wal-Jida, die Möglichkeiten, Möglichkeiten zu haben, sind ruinös für die Jugend, sind ruinös für die Jugend. Ja. Also, deswegen sagten die Ahlul-Ilm, Man lam yashghal nafsahu bil haqqi, wer seinen selbst nicht mit dem Haqq beschäftigt, der wird mit dem Batil geplagt. Ich sage das einfach nur, weil ich weiß von vielen muslimischen Frauen, auch aus dem eigenen Umkreis, die die Schule abgebrochen haben, zu Hause nur noch rumsitzen, nichts zu tun haben. Und dann, wenn man nichts zu tun hat, keine Ziele im Leben hat, dann kommt es meistens dazu, dass man für so etwas anfälliger ist. Die andere Sache, die Fitna ist es, dass man ihn heiratet. Das ist die Fitna, denn das ist eine, wenn das ein Kafir ist, ich weiß nicht, was du genau darunter verstehst, aber wenn das kein Muslim ist, dann darfst du ihn nicht heiraten, auf keinen Fall. Und diese Ehe kommt nicht zustande. Also auch wenn du das Ehe nennst und ihr darauf eingehst, sowas kommt nicht zustande. Das widerspricht nämlich der Scharia. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Kullu amrin laysa alayhi amruna fahu rad. Jede Angelegenheit, die nicht unseren Maßstäben entspricht, ist abzulehnen. Das heißt, das ist keine rechtsgültige Ehe. Es kommt nicht zu einer Ehe. Selbst wenn man den ganzen Kram, yani diese ganze Prozedur macht, die man so in der Ehe kennt, es kommt nicht zur Ehe. Die andere Sache ist, diese Gefühle müssen genährt werden, damit sie weiter keimen können. Und dies geschieht durch das Pflegen von Kontakt, durch, wie gesagt, freie Zeit. Denn wenn man freie Zeit hat, vertieft man sich in anderen Gedanken, unter anderem die von den Trieben gelenkt werden. Um sich von derartigen Gedanken zu lösen, sollte man versuchen, jegliche Nähe zu meiden. Alles, was diese Gefühle aufkeimen lässt, meiden
Und zumal das, diese, das, dieses Verknalltsein, El-Ishq, das ist eine Form, eine Krankheit. Und das kommt zu, aufgrund des Mangels an umgesetzten und gelebten Tawhid. Und der Tawhid ist nicht einfach dieses theoretische Zeug. Der Tawhid ist etwas Gelebtes. Der Tawhid bedeutet, dass das Herz eingenommen wird von der Liebe zu Allah Ta'ala, so dass kein Platz mehr darin für andere ist. Wie kann jemand den Tawhid ausleben, wenn er in andere verknallt ist? Auf diese Art und Weise. Das ist ein Mangel an Tawhid. Deswegen beschäftige dich mit dem spirituellen Bereich des Tawhid und entferne dich von den Asbab-Ursachen dieser Gefühle. Diese Ursachen, diese Gefühle sind verursacht, wie gesagt. Und wenn man sich heilen will, muss man an die Wurzel greifen. Dort, wo das Problem entsteht. Die andere Sache ist, ich empfehle dir ein Buch zu lesen. Ich glaube, das ist das Nützlichste in diesem Fall. Denn Ibn al-Qayyim, rahimahullah, er wurde gefragt über eine ähnliche Situation. Und daraufhin schrieb er sein Buch Ad-Da'u wa-Dawa, die Krankheit und die Heilung. Er meint mit der Krankheit die Krankheit des Ishq, des Verliebtsein in materiellen Dingen, in Männern oder Frauen und Ad-Dawa, die Heilung davon. Dieses Buch wurde in der deutschen Sprache übersetzt, in einer abgekürzten Form. Ich empfehle es dir zu lesen, vielleicht zwei oder dreimal. Und ja, أعانك الله.